Natürlich ist auch der Geschäftsführer vor Insolvenz des eigenen Unternehmens im Rahmen der betrieblichen Alterssorgen zu sichern. Bei Mitarbeitern ist es ganz automatisch. Die Mitarbeiter sind per Gesetz durch den Pensionssicherungsverein, durch den PSV, geschützt. Da gibt es kein Falschmachen, da gibt es kein Versehen, da gibt es kein Fehler. Das ist Kraft Gesetzes. Der Unternehmer kann hier weder versehentlich oder bewusst irgendwas falsch machen und den Mitarbeiter den Schutz nehmen. Aber der Unternehmer, der Gesellschaft, der Geschäftsführer, Beherrschende, der ist einfach durch den Pensionssicherungsverein nicht gedeckt, nicht geschützt. Da müssen wir andersweitig einen Insolvenzschutz herstellen und es kann nur funktionieren durch eine saubere zivilrechtliche Verpfändung. Das heißt, das Geld muss hier zwangsweise angelegt werden. Die Mitarbeiter, da können wir das Geld gerne im Unternehmen arbeiten lassen. Das Geld für den Geschäftsführer muss aus meiner Sicht zwangsweise angelegt werden. Und diese Assets, dieses Anlagevermögen, das muss dann an den Unternehmer verpfändet werden. Und da gibt es nur eine Botschaft, saubere, rechtssichere Verpfändungserklärungen erstellen zu lassen. Und dann ist sowohl für den Geschäftsführer genauso wie für die Mitarbeiter ein Insolvenzschutz durchaus machbar, realisierbar und auch tragfähig, der auch hält.